Salve! Schönen guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer Sie diesen Film sehen. Mein Name ist Christian Schlegel. In diesem kleinen Clip geht es um den DAX. Wir haben Freitag, den 24. Mai und momentan ist es 17:20 Uhr. Der DAX handelt noch 16 Minuten. Im Moment ist er bei 11.992. Für mich ist es völlig unerheblich, ob wir über 12.000 oder unter 12.000 schließen. Sollten wir es drunter machen, dann ist das lediglich eine neue Headline in der Zeitung. DAX schließt unter 12.000. Für mich ist das nichts anderes als eine Zahl. Letzte Woche schrieb ich von der Panikblüte. Und ich denke, das habe ich sogar ganz gut getroffen. Einmal hoch, oben geschlossen und dann nur noch verabschiedet. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Wir haben das erste Mal seit gestern und heute bestätigend diesen Trendkanal hier verlassen. Durch gestern schon und heute denke ich auch, dass er das nicht mehr schafft. Wir haben eine kleine Korrektur gehabt, nur bis zur 10-Tage-Linie bei 12.079 und das war es. Die technischen Indikatoren sind über das MACD weiterhin negativ, über die Stochastik weiterhin negativ, da ist momentan nichts. Und wir kommen hier in eine ganz, ganz gefährliche Lage rein. Und der Punkt, der im Zentrum des Interesses liegt, ist dieser hier. Da sind wir bei 11.850. Das ist nicht nur diese sechsfache Unterstützung, die wir hier hatten. Hier war es auch nochmal so ein Zwischenhoch, sondern es ist jetzt auch das untere Band. Also das wird wirklich ein Punkt werden, der einiges anrichten kann, wenn er denn gebrochen wird. Als erstes wäre dann die Unterstützung bei 11.613 durch die 200-Tage-Linie und dann haben wir 11.500 schon, das ist dieses Gap hier unten. Also mir gefällt das hier momentan nicht. Das nächste, was passieren würde, wenn wir unter der 11.850 schließen würden, dann kann sich hier ein Downtrend etablieren. Soweit ist es aber noch nicht. Also für mich gilt die 11.850 schon als ein sehr wichtiger Support. Es ist mir auch ziemlich egal, ob der während des Tages rausgenommen wird. Schlusskurs ist entscheidend. Schauen wir mal auf die Woche. Sie sehen hier, dass der Bewegung entgegengesetzte Band hat schön die Richtung gedreht. Das war in der Nähe des Hochpunktes und die Bänder auf Wochensicht nähern sich weiter an. Das ist für mich eher ein Zeichen für entweder seitwärts oder leicht korrektiv. MACD negativ, Stochastik negativ. Also über die Wochensicht ist da mal überhaupt nichts Positives. Hier verbindet sich die 200-Wochenlinie bei 11.500 mit dem eben genannten Punkt von diesem Gap, den wir seinerzeit hatten. Ich gehe zurück auf den Tag. Also mir gefällt es hier nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich kann hier nichts Positives abgewinnen. Ich habe keine Ahnung, was diese Europawahl am Wochenende hier anrichten kann oder nicht. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich versuche, möglichst kleine Positionen zu halten. Ich bin in manchen Aktien long, allerdings doch in einigen wesentlich mehr short. Meine Meinung ist, der Markt sollte weiter runtergehen. Die 11.850 wird für mich also der Punkt sein, der ein sehr großes Interesse bezeugen wird. Da kommt Umsatz rein. Deswegen habe ich mir auch bei den Scheinen Folgendes gedacht: wenn Sie der Meinung sind, es geht hoch, ich bin nicht dieser Auffassung, wenn Sie der Meinung sind, es geht hoch, dann wäre es vielleicht nicht so schick, sich hier unten einen Schein so Basis 11.200 zu nehmen, sondern wenn mit kleinerem Volumen lieber näher dran, auch mit größerem Hebel, weil wenn der dann hier durchgeht, dann geht's schnell. Dann geht's richtig schnell. Deswegen, ich bin auf den hier gekommen. Das ist ein 11.821er, hat im Moment einen 65er Hebel, heute hier und jetzt, also um 17:24 Uhr. Das ist von Goldman die GA4 G41. GA4 G41. Es macht für mich keinen Sinn, einen hier unten zu suchen, denn wenn diese 11.850 fallen sollen, dann, wie gesagt, sind 100 Punkte innerhalb von einer halben Stunde wahrscheinlich gar nichts. Deswegen gehe ich lieber ein bisschen näher dran, auch mit kleinerem Volumen, und dann nehme ich halt die Gefahr, dass ich gestoppt werde. Schauen wir mal nach dem Short. Den Short, den will ich jetzt gar nicht mehr hier oben hinter dem letzten großen Zwischenhoch bei 11.400 suchen, sondern da traue ich mich ein bisschen näher ran. Im Bereich 11.300 habe ich den hier, 12.300, habe ich den hier gefunden. 12.321, ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GA692U. Da liege ich also etwas hier hinter. Der wird besonders dann interessant werden, wenn wir die 11.850 nehmen sollten. Und es sind nur 150 Punkte. Im Moment handelt der DAX bei 12.001. Es sind nur 150 Punkte. Das ist nicht viel. Das ist 1%. Und dann sind wir da drunter. Deswegen, ich setze den relativ nah hier oben dran. Das heißt, die
Interaktionspunkte sind recht eng. Wir haben hier die 11.850, wir haben hier die 12.300. Das ist das, was für mich die nächsten größeren Bewegungen auslösen könnte. So, ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.